Ätherische Öle in der holistischen Zahngesundheit als Unterstützung. Darum geht es heute. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Ich spreche heute über dieses Thema mit Dr. Karin Bender-Gonsa vom Kanal Folge dir selbst. Hallo liebe Karin, hallo nach Namibia. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, schön, dass du dabei bist. Hallo ihr Lieben, hallo liebe Irmgard, schöne Grüße aus dem sonnigen Namibia, ins kalte Deutschland wahrscheinlich. Ja. Ich schicke euch ganz, ganz viel Wärme und ja, heute geht es um das Thema ätherische Öle in der holistischen Zahngesundheit. Du hast da einen ganz großartigen Kurs zusammengestellt mit großartigen Inhalten, wo man wirklich so auch als totaler Laie sich ganz, ganz tolle Aspekte herausholen kann, auch sogar über die holistische Zahngesundheit hinaus. Ne? Und darüber möchten wir ja jetzt sprechen. Erzähl. Ja, also ich habe ja schon einige Online-Kurse gemacht, in denen ich dann auch immer mal wieder über die ätherischen Öle gesprochen habe, weil die ätherischen Öle so ja ein Steckenpferd von mir geworden sind. Also ich verwende sie eben selber sehr viel und im Chemiefreileben-Kurs war es, wie gesagt, sehr viel integriert, aber auch im Kurs für die holistische Zahngesundheit. Und jetzt bin ich immer mal wieder angesprochen worden, Mensch, mach doch mal einen Kurs nur über ätherische Öle und für die bestimmten Zahnsymptome, was nimmt man für was? Also zum Beispiel, welches Öl kann ich nehmen, wenn ich Karies habe oder Parodontitis oder Mundgeruch oder Aften oder Zahnungsschmerzen bei Kindern zum Beispiel ist auch ein Thema oder Kiefergelenksbeschwerden. Ja, solche Themen sind da eben drin. Und da gehe ich eben ganz ausführlich darauf ein, welche verschiedenen Öle, aber auch welche Mischungen man sich zusammenmixen kann. Ich gebe auch Rezepte für Mundpflegeprodukte mit ätherischen Ölen. Aber was eben ganz, ganz schön ist aus meiner Perspektive, ist, dass ich eben auch nochmal den Überblick gebe, was sind ätherische Öle? Was macht ihre Qualität aus? Worauf muss man achten? Was brauche ich noch, außer jetzt auf körperlicher Ebene die ätherischen Öle einfach nur aufzutragen, sondern kann ich die ätherischen Öle auch nutzen für die holistische Zahngesundheit, wo es ja immer auch um Körper, Geist und Seele geht. Also es geht nicht nur darauf, was mache ich auf irgendein Problem drauf, das wäre die körperliche Ebene, sondern was kann ich denn machen, um im seelisch-geistigen Bereich eben bestimmte Themen, die hinter meinem Zahnsymptom stehen, aufzulösen. Weil das ist der holistische Ansatz. Also nicht praktisch die Öle aufzutragen, sondern zum Beispiel einzuatmen, ja, zu diffundieren, während man schläft, neben dem Bett eben ein Diffusor stehen zu haben und dann eben während des Schlafs sozusagen über das Einatmen gewisse Themen aufzulösen. Also das ist eigentlich das Spannende an diesem Kurs und ja, ich freue mich einfach, wenn er fertig ist. Momentan schneide ich alles zusammen und im März wird er dann an den Start gehen. Ja. Magst du noch was zum Diffusor sagen für diejenigen, die denken, was ist das denn? Weil viele kennen von uns ja so das klassische Lämpchen, da macht man ein paar Tropfen Öl in eine Schale, Wasser drauf, Kerze unten drunter. Was ist ein Diffusor und warum denn ein Diffusor benutzen? Also Diffusor ist ein Gerät, ein Kaltdiffusor, der die Öle eben ohne sie zu erhitzen verdampft. So kann man es eigentlich sagen. Und dadurch werden praktisch die Öle nicht zerstört in ihrer Wirkung. Also wenn man das Öl erhitzt oder wenn es verbrennt, also manchmal passiert es, dass praktisch in dieser Öleschale der letzte Tropfen Wasser weg ist und dann bleibt Öl übrig und verbrennt und dann entstehen eben auch Substanzen, die du dann einatmest, die überhaupt nicht gut sind für dich. Also insofern immer das reine Öl im Kaltdiffusor vernebeln und das ist praktisch auch wie so eine Inhalation, dann kommt eben dieses Öl
durch die Nase in dein, also in dein Riechzentrum im Gehirn und kann dort, Moleküle können wirklich dort wirken und auf der Ebene zum Beispiel des limbischen Systems, da wo wir unsere Emotionen abgespeichert haben, da wirklich Prozesse in Gang setzen. Und das ist eben wichtig, wenn wir die ätherischen Öle auf der Ebene einsetzen wollen, weil sonst hat es keinen Effekt einfach, ja, oder es ist sogar so, dass es eher schädlich ist, wenn man diese Verbrennungsprodukte dann einatmet, also das ist eher sogar nicht förderlich für die Gesundheit. Ja. Also welche Öle ganz genau, in welcher Qualität und wie genau das mit so einem Diffusor funktioniert, das erklärst du unter anderem alles ganz genau dann in dem Kurs. Ja, ich erkläre auch zum Beispiel, wie man zum Beispiel, was man noch alles machen kann, um praktisch die holistische Gesundheit anzukurbeln, die Selbstheilungskräfte, wie man entgiftet. Also da gibt es eben auch noch, um das Thema holistisch gesund sein, einfach noch mehr Zusatzinformationen, aber eben alles immer im Hinblick auf die ätherischen Öle auch. Ne? Also, ja, ich habe ja da auch so meine ganz eigenen Erfahrungen gemacht, gerade im Hinblick auf die Zahngesundheit. Vielleicht können wir da in einem der nächsten Gespräche auch mal noch drauf eingehen und das da mit deinen und meinen Followern hier teilen, nochmal zur Rückenstärkung auch, um noch ein bisschen die Zeit zu überbrücken, bis es dann endlich soweit ist, dass dein Kurs am Start ist. Ne? Es dauert zwar nicht mal lange, aber so März ungefähr haben wir drüber gesprochen, ne? Genau, im März wird er an den Start gehen und es wird dann wahrscheinlich für alle, die sich bei mir im Newsletter eingetragen haben, auch bevor der Kurs an den Start geht, nochmal vorher so eine Aktion geben, praktisch Vorverkaufsaktion mit einer Rabattaktion. Also deshalb, wenn ihr Interesse habt, tragt euch ein, dann könnt ihr eben auch noch ein bisschen was sparen. Ja. Gut. Wunderbar, super, tolles Angebot. Ihr Lieben, ich verlinke euch den Kanal von Karin hier auch unter dem Video in der Infobox und auch die Homepage von der Karin, wo ihr euch dann eben auch in ihren Newsletter eintragen könnt, damit ihr da auch von den Sonderangeboten dann oder überhaupt von den tollen Informationen, die Karin da für uns bereithält, profitieren könnt. Gut, liebe Karin, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf den Kurs, sind ganz neugierig. Ja. Und vielleicht darf ich vorher ja auch schon mal reinschnuppern und da noch ein paar, wie sagt man, ein bisschen was dazu erzählen, wie, ich bin ja jetzt schon begeistert von deiner Arbeit überhaupt, was es da noch so alles gibt. Okay, ihr Lieben, vielen Dank für euer Dabeisein. Ich glaube, wir konnten euch da jetzt auf eine ganz besondere Art und Weise auch inspirieren, auch im Hinblick auf die Zahngesundheit, ätherische Öle. Und ja, dann würden wir sagen, bis zum nächsten Video, da sehen wir uns nochmal. Sagen Tschüss, die Irmgard und die Karin. Tschüss. Tschüss.